Herzlich willkommen zu einem neuen Attest. Und wenn ich Tommy zu diesem Test einlade, gibt's Bier. Dann kannst du dir sicher sein, dass es was ganz Feines Bier gibt. Nein, kein ja, Bier. Auch Mensch, muss ich dir da wegräumen. Aber es fängt auch mit B an. Bananensaft. Nein. Brause. Barbie. Was? Barbie. Du willst mir doch nie etwas eine Barbie andrehen. Was ist denn das? Ein Girls Drink. Der Barbie Girls Drink Raspberry Feijoa. Feijoa. Ich weiß nicht, was F-E-I-J-O-A ist. Keine Ahnung. Es ist auch ein Importprodukt, weshalb hier dieser schöne Aufkleber hier hinten drauf ist. Scheint, könnte aus Großbritannien kommen. Aber hier ist auch relativ bald was aus Tschechien. Ja, wo hast du denn her operiert? Bei Rewe. Ach. Die haben ja, also, sie haben ja, die sind ja, also haben ja nicht viel. Aber manchmal haben sie ja... aus Tschechien. Aus Tschechien kommt das schöne Produkt. Mhm. Ja. Hier steht da noch Erfrischungsgetränk mit Himbeer. Aber hier steht auch Feijoa-Geschmack. Es ist auf jeden Fall Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma und Anthocyane drin. Joa, ich hab das. Das ist eine brasilianische Guave. So, jetzt haben wir es. Okay, also Himbeer-Guave. Naja. Naja. Hat das Alkohol oder ist das ohne Alkohol? Nein, das ist doch ein Girls Drink. Und ja, und? Für Kinder wahrscheinlich auch. Also für Mädchen. Eigentlich müsste deine Tochter den Test mitmachen. Oh, riecht wie Kaugummi. Möchtest du mal dran schnuppern? Ja, riech mal. Oh ja. Nee, riecht ein bisschen nach Red Bull. Also nach diesen Energy Drinks, ja. Wie so ein, aber wie so ein DDR, dieser ganz billige Kaugummi, der so auch ganz kurz nach Frucht, bevor er nach nichts geschmeckt hat. So riecht er. Hat man noch im Gedächtnis, hat man vor 30 Jahren. Natürlich, Girls Drink ist rosa. Wie sollte es anders sein? Ne, mir reicht's. Ich brauche nicht mehr. So. Jetzt muss man sagen. Stüsschen. Oh, riecht das süß. Oh Gott. Oh, ist das süß. Oh. Oh, ist das süß. Meine Fresse. Da zieht sich ja alle zusammen. Also, es ist auch nur. Oh. Es schmeckt eigentlich wirklich nur süß und es schmeckt auch chemisch irgendwie. Ja. Da zieht sich alle zusammen. Und es schmeckt eigentlich auch gar nicht nach Himbeere, also doch, also irgendwie. Ist eine chemische Himbeere. Ja, nach chemischer Himbeere, aber nur nach ganz schwerem Sirup, der völlig überdosiert genau, ist. Genau, dieser, was früher immer, wo du immer selber machen konntest. Davon hast du dann 3 Viertel reingekippt und ein bisschen Wasser rumgekippt. Und kaum Kohlensäure. Boah, ist das süß. Aber es ist Verhältnis, also es schmeckt nicht so, aber es sind in Anführungsstrichen nur 9,6 Gramm in 100 Millilitern, also es ist gleich oder weniger als eine Cola. Also es ist jetzt nicht so, dass das... Ja, was ist da sonst noch so drin? Außer das hätte ich ja vorgelesen. Ja. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Kohlen, Zitronensäure, Aroma, Farbstoff. Okay. Also eigentlich so ist nichts sagend. Aber es ist von allem offenbar zu viel, aber zu wenig Kohlensäure und es ist eigentlich... Also zu wenig wirklicher Geschmack. Aber schon beim zweiten Mal besser. Ja, genau. Man trinkt sich schön. Wenn jetzt noch Wodka reinkippst, was sind das für Girls, die sowas total gerne trinken? Na, die müssen das vor allem abends trinken, bevor sie schlafen gehen. Oh ja. Dann haben die Eltern Spaß ohne Ende. In diesem Sinne wünsche ich mir gute Unterhaltung. Ja. Und bis bald mal wieder. Bis demnächst.